Wirsingrouladen mit Quinoa. Zutaten FÜR 4 Personen. 8 mittelgroße Wirsingblätter, 250 Gramm Quinoa, eine Knoblauchzehe, 2 bis 3 EL Parmesan, frisch gerieben, 100 Gramm geriebene Mandeln, 1 bis 2 EL fein gehackte Petersilie, 2 EL Butterschmalz zum Braten, 250 ml Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, frisch gemahlen. So geht's, den Backofen auf 180 Grad Celsius Umluft vorheizen. Quinoa in ca. 500 ml gesalzenes, kochendes Wasser rühren und zugedeckt bei sehr schwacher Hitze ca. 15 Minuten ausquellen lassen. Eventuell abtropfen lassen. Den Knoblauch schälen und in einem Mörser unbekanntes Zeichen sehr zu Brei zerstampfen. Quinoa mit dem Parmesan, dem Knoblauch, den Mandeln und der Petersilie verkneten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Wirsingblätter waschen und in Kochen unbekanntes Zeichen dem Salzwasser 3 bis 4 Minuten blankieren, dann herausnehmen, abschrecken und mit Küchenkrepp gründlich trocken tupfen. Die dicken Blattrippen flach schneiden und die Blätter auf der Arbeitsfläche ausbreiten. Etwas von der Quinoa-Mandelmasse auf je ein Kohlblatt geben. Die gegenüberliegenden Seiten der Blätter unbekanntes Zeichen Teer leicht einschlagen und zu Rouladen aufrollen. Mit Küchengarn fixieren. In einer Bratreine das Butterschmalz erhitzen und die Roula unbekanntes Zeichen den rundherum anbraten. Die Brühe angießen und die Rouladen bei mittlerer Hitze zugedeckt im Backofen ca. 25 Minuten schmoren. Heiß servieren. Gefüllte Alberginen. Zutaten FÜR 4 Personen, 2 große oder 4 kleine Alberginen, 250 Gramm Quinoa, Olivenöl, kalt gepresst, 3 Tomaten, reif, 2 Knoblauchzehen, 1 kleines Bund Thymian, eine getrocknete Kieliskote, 5 EL schwarze Oli unbekanntes Zeichen Feen, entsteint, Salz, Pfeffer, frisch gemahlen, Parmesan, frisch gerieben. So geht's, die Alberginen waschen, put unbekanntes Zeichen 10, querhalbieren, das Fleisch mit einem Löffel herausschaben, dabei einen Rand von ca. 1 cm stehen lassen. Dick mit Salz bestreue unbekanntes Zeichen N, auch das Fruchtfleisch, und 30 Minuten im Wasser ziehen lassen, kalt abspülen und gut trocken tupfen. Das Fruchtfleisch anschli unbekanntes Zeichen Cent fein hacken. Den Backofen auf 200 Grad Celsius Unter- und Oberhitze vorheizen. Quinoa in ca. 500 ml gesalzenes, kochendes Wasser rühren und zugedeckt bei sehr schwacher Hitze etwa 15 Minuten aus unbekanntes Zeichen quellen lassen. Den Knoblauch schälen und fein hacken. Die Oliven in kleine Stücke schneiden unbekanntes Zeichen den. Die Kieliskote zerbröseln. Die Tomaten waschen und in kleine Würfel schneiden. 3 bis 4 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und das Alberginenfruchtfleisch bei milder Hitze 5 bis 6 Minuten andünsten. Den Knoblauch dazu unbekanntes Zeichen Ben und kurz mitdünsten, dann die Kielisrote, die Tomaten und die Oliven unterrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Quinoa unterrühren und nochmal abschmie unbekanntes Zeichen Kgen, danach die Thymianblättchen unter unbekanntes Zeichen mischen. Die Alberginenhälften auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen, mit der Quinoa-Masse füllen und im Backofen 25 Minuten backen. Mit Thymian garniert und mit Parmesan bestreut servieren. Pilzomelette. Für 4 Personen, 250 Gramm gemischte Pilze, zum Beispiel Champignons, 2 EL Buttersalz. Pfeffer 6 Eier 100 ml Sahne 2 EL gehackte Petersilie Muskatnuss, frisch gerieben. Pilze putzen, gegebenenfalls klein schneiden. In heißer Butter in einer ofenfesten Pfanne 2 bis 3 Minuten anbraten, salzen, pfeffern. Zweiten Eier, Sahne und Petersilie verquirlen, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Über die Pilze gießen. Im Backofen bei 160 Grad Celsius, Ober- und Unterhitze, 15 bis 20 Minuten stocken lassen.
Puttencurry mit Kichererbsen. Für 4 Personen, 400 Gramm Puttenbrust, 2 Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 30 Gramm Ingwer, 500 Gramm Blumenkohl, 75 Gramm Getre, Aprikosen 3 el Öl, 2 tl Kreuzkümmel, 1 tl Paprika, 1/4 tl Zimt, 1 MSP, Chilipulver, 1 i Gemüsebrühe, 1 Dose Kichererbsen, 500 Gramm, 150 Gramm Sahne, Joghurtsalz, i Puttenbrust würfeln, 2 unbekanntes Zeichen Gewürze und errühren, Brühe bellen und Knoblauch abziehen, zugießen, aufkochen, Blumen unbekanntes Zeichen Zwiebeln würfeln, Knoblauch, Kohl und Aprikosen zufügen, durchpressen, Ingwer schälen, zugedeckt bei kleiner Hitze 12 und reiben, Blumenkohl in Minimum garen, Rieschen teilen, waschen, Apri unbekanntes Zeichen zweitens abgetropfte Kichererbsenkosen halbieren, Fleisch und zugeben, erwärmen, Topf vom Zwiebeln im heißen Öl anbraten, unbekanntes Zeichen Herd nehmen, Zanderfilet mit Rahmlinsen. Für 4 Personen Doppelpunkt, 1 Dose Linsen, 400 Gramm, 1 Zwiebel, 1 Bund Schnittlauch, ca. 500 Gramm Zanderfilet, Salz, Pfeffer, 1 el Butterschmalz, 100 ml trockener Weißwein, 150 ml Gemüsebrühe, 1 el Soßenbinder, 100 ml kalorienreduzierte Sahne, 1 bis 2 el grober Senf, 1/2 tl Honig. Die Linsen abgießen, kurz abspülen und abtropfen lassen. Die Zwiebel abziehen, Feinwürfel und bekanntes Zeichen fällen. Den Schnittlauch waschen, trocken schütteln, in feine Rillen und bekanntes Zeichen schneiden. Den Fisch kalt abspülen, mit Küchenpapier trocken und bekanntes Zeichen tupfen, in 4 Portionen teilen, salzen und pfeffern. Butterschmalz erhitzen. Den Fisch darin von jeder Seite ca. 2 Minuten anbraten. Aus der Pfanne nehmen und in den 50 Grad Celsius warmen Ofen stellen. Drittens die Zwiebel im Bratfett anschwitzen, Linsen zu geben. Mit dem Wein ablöschen, etwas einkochen lassen. Brühe zugießen, aufkochen, den Soßenbinder einrühren. Die Sahne zugießen, mit Senf, Salz, Pfeffer abschmecken. Schnittlauch und Honig einrühren, unbekanntes Zeichen rin. Mit Fisch anrichten. Dazu Kartoffelpüree oder Bandnudeln. Orangentrüffeln. Zubereitung. 1,20 Förmchen vorbereiten, dazu je 2 Pralinenförmchen ineinander stellen. 150 Gramm Schoko unbekanntes Zeichen Colade mit dem Öl in eine Schüssel geben, im Wasserbad schmelzen und glatt rühren. Die Förmchen damit ausstreichen. Eine Stunde im Kühlschrank fest werden lassen, dann eine zweite Schicht Schokolade auftragen. Eine weitere Stunde kalt stellen. 2 Sahne und Orangenschale in einem Topf erhitzen, aber nicht kochen. Vom Herd nie unbekanntes Zeichen nehmen, die restlichen Schokoladenstücke zuge unbekanntes Zeichen wenn und glatt rühren. Erneut unterrühren, kurz aufkochen lassen. Vom Herd nehmen und den Cointreau einrühren. Abkühlen lassen. Die Papierförmchen von den schon unbekanntes Zeichen Schokoladenformen abziehen. 3 Die Schokoladencreme steif schlagen, dann in einen großen Spritzbeutel mit Sternhülle füllen. Die Creme in die Schokoladenformen spritzen. Einen Teil der Trüffel mit gehackten Nüssen, den anderen mit Orangenzesten der unbekanntes Zeichen kurieren. Abgedeckt im Kühlschrank auf der unbekanntes Zeichen waren und binnen 2 bis 3 Tagen verbrauchen. Likörpralinen. Zubereitung. 1 Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Die Schokolade schmelzen und 20 Pralinenförmchen mit je 1 Teelöffel Schokolade füllen. Dabei die Schokolade mit einem Löffel oder Pinsel rundum verstreichen, um die Seiten gut auszukleiden. Kopfüber auf das Backblech stellen und fest werden lassen. 2 Die Papierförmchen vorsichtig abziehen. Je eine Kirschhälfte oder eine Nuss in die Schokolade unbekanntes Zeichen den Form legen. 3 Für die Likörfüllung die Sahne mit dem Puderzucker steif schlagen und den Likör unterheben. 4 Die Sahnemasse in einen Spritzbeutel mit Lochhülle füllen und in die Schokoladenform spritzen.
20 Minuten in den Kühlschrank stellen. 5. Für die Garnierung die flüssige Zartbitterschokolade über die Sahnefüllung löffeln, bis diese ganz bedeckt ist. Nach Geschmack mit Spänen aus weißer Schokolade, Nüssen oder kandierten Kirschen dekorieren oder G unbekanntes Zeichen schmolzene weiße Schokolade darüber träufeln und mit einem Holzspieß marmorieren. Vor dem Servieren fest werden lassen.